Hallo Leute, ja, letztes Mal haben wir einen neuen Dupe hier reingenommen und der soll zusehen, dass wir hier, sag schon, hinkriegen, dass wir Sauerstoff kriegen und Wasser. Das ist unser größtes Problem. Ja, müssen wir gucken. Nach dem Logo schauen wir mal hier, wie sich das hier weiterentwickelt. Wir bauen ja hier oben hin, wollen dieses Wasser hier irgendwie gewinnen. Das wird etwas schwierig, aber das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Ihr schaut das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, ja, was, aber Bett hat er auch noch nicht, ne? Vielleicht sollten wir erst ein Bett bauen, glaube. Möbel, Heiabett. Ja, du schläfst jetzt erst hier. Prio, machen wir gerade 9, damit er heute Nacht auch schon nicht auf der Erde schlafen muss. Das macht vielleicht Sinn. Hier ist eine Tür, das passt erstmal. Obwohl, das ist natürlich, aber die haben wir, glaube ich, da eingebaut, weil wir irgend so ein Viech da weiter transportieren wollten, glaube, ne? Aber das hat gut geklappt hier, ne? Nein, wir machen jetzt nicht da weiterbauen. Wir wollen nämlich zusehen, dass wir das hier oben irgendwie gewinnen. Ja, gewinnen ist gut. Ah, hier geht's nicht weiter, weil da was abgestürzt ist vielleicht, ne? Kann das sein? Sandstein. Und den machen wir hier. Graben auf 8. Aber, ah, da kommt sogar jemand. Nisbet, gräbt die da das frei? Ich schätze mal, ne? Ja. Und geht es dann hier auch weiter? Ja, das ist sehr schön. Also das war wohl unser Problem, ne? Deswegen ging es hier nicht voran, weil da zugeschüttet war. So, das heißt, verschmutzter Sauerstoff soll uns erstmal egal sein. Der ist hier sowieso überall. Das würde bedeuten, wir werden jetzt hier oben noch mal graben. Die zwei machen wir auf. Und dann gehen wir mal ein Stück hier rüber. Und da gehen wir mit der Leiter runter. Ja, gehen wir ruhig bis dahin. Und dann graben wir hier einen Gang rüber nach da. Dann sollte das Wasser von hier nach da erstmal kommen. Warte, den können wir auch noch mal graben, weil wir müssen ja sowieso nachher hier runter. Und dann ist die nächste Geschichte, dass wir eine Leiter haben, die einfach hier runter geht. Ja, da so vielleicht. Und dann wäre das Wasser alles hier drinne. Und dann müssen wir hier eine Pumpe reinbauen, die uns das Schmutzwasser zum Filter bringt, sozusagen, ne? Oh, das wird spannend. So, was müssen wir hier? Müssen wir noch was aufgraben, sonst kommen wir ja nicht drunter her. Warte mal, das hier ist falsch. Ist da gerade eine Explosion irgendwo gewesen? Warte, 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 warte. Wir müssen erstmal schnell hier das noch abbrechen, weil das ist falsch. Geht da rein. Ich habe jetzt irgendwie eine Explosion gehört, meine ich. Aber das ist woanders, ne? Ist das der Druck von hier außen, der hier knallt? Weil hier ist ja. Hier stand doch irgendwas von. Stand das nicht hier irgendwo mit atmosphärischem Druck und so weiter? Oder war das schon hier noch? Aber wir sind irgendwie da, ist es. Ich glaube, Weltraumeinwirkungen sind das, ne? Das hat da wohl mit zu tun, schätze ich mal. Vielleicht sollten wir hier erst cutten. Mach da erst zu, nicht weitergraben, nur bis dahin. Hier gibt es noch keine Weltraumeinwirkung. Sieht man, hier sind die Weltraumeinwirkungen erst da. Schleim organisch, keine Ahnung, was da ist, aber das machen wir erstmal so. Da kommt schon wieder einer zum Bauen, das ist schon mal gut. Wir werden schon ans Wasser dran kommen. Jetzt müssen wir gerade noch nach Keimen gucken, ne? Da waren ja keine, ne? Passt. Okay. Sind hier links Keime? Ne, hier werden auch keine. Da müssen wir nachher gucken, ob wir hier irgendwie rüber graben können. Ich weiß nicht, wie hoch das Wasser nachher hier drin steht, wenn das alles unten ist. Gefühlt hier so und das noch dazu, gefühlt bis hier.
Also da, das ist der Spiegel, der hier vielleicht ist. Weiß ich aber nicht. Müssen wir dann gucken. Okay, hier oben tut es so ein bisschen schlechte Stimmung verbreiten mit diesem Geknalle. Ja, das hat hier nichts gebracht, ne? Das Chlorgas kriege ich hier auch nicht raus. Warte mal, hier können wir nochmal das da weggraben. Und hier können wir wahrscheinlich sowieso bis dahin erstmal graben. Okay, dann sind die beschäftigt. Was macht unsere Sauerstoffproduktion? Hatten wir noch einen mehr gemacht, der jetzt hier arbeitet. Okay, das geht dann wohl. Aber der Sauerstoff geht nirgendwo. Er geht wirklich nur nach darüber, weil hier ist ja geschlossen. Hier bei den Farmen ist noch Sauerstoff, was nicht so wichtig wäre. Hier ist verschmutzter Sauerstoff. Das ist schon schlecht. Keime sogar drin. Lebensmittelvergiftung. Oh Mann, das ist auf unserem Essen nachher drauf. Das wird nicht gut sein. Da unten sehe ich, dass Strom fehlt. Haben wir das schon gelegt? Nee. Strom wird auch wieder ein Problem werden. Was macht unser Wasser denn überhaupt so hier noch? Die Reste. Die Pumpe ist noch ein bisschen drin, ne? Die andere hatten wir ja schon abgerissen. Wird schwierig. Kann man ja hinter dem Filter noch eine Wasserentnahmestelle bauen, die dann so, weiß ich gar nicht. Handpumpe, Flaschenentleerer, Flüssigkeitsregler, Flüssigkeitsventil, Flüssigkeitsauslauf. Ne, den brauche ich eigentlich ja nicht. Flaschenentleerer. Ich bräuchte einen Flaschenbefüller. Der wird wahrscheinlich unter Stationen sein, ne? Landwirtschaftliche Station, Pflegestation, Scherstation, Geotuner. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Erhöht die Temperatur und den Ausstoß eines analysierten Geysirs. Der sollte den nicht erhöhen, der sollte den verringern, wenn. Handwerkstation. Schutzanzug, Schmiede, Kleidungsschmiederei, Webstuhl. Nee, da ist das nicht. Medizin. Wasserzube, Waschbecken. Nee. Molekularschmiede, Polymerpresse. Flüssigkeitsfilter, den brauchen wir da oben auf jeden Fall. Lass uns das schon mal hier so in anberaumen. Wo baut man sowas nur hin, ist die Frage, ne? Eigentlich ist ja dann hier der Platz so ungefähr. Irgendwie sehe ich das Ding nicht. Jetzt ist er da. Den werden wir dann da reinmachen, denke ich. Oder hier sogar, weil da unten kommt das Wasser ja her. Ich denke, den werden wir hier bauen müssen. Müssen schon mal gar nicht, aber macht Sinn vielleicht. Gut, okay. Wie geht's denn hier voran? Okay, da ist schon mal weiter gebaut worden. Da kommt auch schon wieder jemand, der dahin geht. Wie ist es denn mit Sauerstoff hier? Wahrscheinlich nicht so gut. Doch, ein bisschen Sauerstoff ist aber alles verschmutzt halt, ne? Hier oben wird die Luft dünner. Ja, und wie Mordrak schon sagte, ne? Dann Sauerstoff verschmutzt. Aber er hat nur geliefert. Und wenn es dann verschmutzt ist, dann haben wir ein Problem. Den verschmutzten Sauerstoff brauchen wir ja eigentlich hier bei unseren Leuten hier, ne? Ach so, hier können wir auch noch weiterbauen, ne? Die Kappe hier, die können wir auch leider wegmachen, ne? Entwurzeln. Basis, Boden hin. Und da muss auch einer hin. Und hier außen müssen wir ja isolieren. Was macht die Temperatur hier? Ah, da ist es nicht ganz so heiß. Da unten ist aber so ein schicker Geysir. Erdgas, ne? Den brauchen wir bestimmt. Lass uns trotzdem hier vernünftige Isolierung machen. Ist ja noch nebenbei.
Hier kommt das wahrscheinlich gar nicht dran, oder? Müssen wir mal gucken. Ach, hier kommt man vielleicht nicht rein, kann das sein? Nee, warte mal. Brech das mal ab. Wenn ich da, obwohl hier ist noch verschmutzter Sauerstoff drin, ne? Ja. Den haben wir sowieso hier. Nee, da ist tatsächlich noch richtiger Sauerstoff. Nee, dann lass uns das lieber da drinnen lassen. Mach den noch mal zu. Dann kriegen wir das besser hin, glaube ich. Den machen wir weg. Und den auch. Und da können wir auch noch den hinsetzen. Dann sollte das erstmal klappen, dass wir da hinkommen. Was liegt hier? Buffletei. Kompakter, der hier rein müsste. Noch zwei sogar. Müsste hier eine Brütmaschine eigentlich hin, ne? Der hat hier auch keinen Strom. Oh, jetzt haben wir schon dicke Leitungen gelegt. Ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, was macht er hier? Ist da was ausgewählt? Nein. Ach, hier soll Öl rein, ne, oder? Ach, guck mal, das ist ja schon fertig. Gut, wenn das schon so gut geklappt hat, dann kann hier auf jeden Fall. Nee, da wäre jetzt hier noch einen frei machen. Grab den da mal hin. Dann kriegen wir da noch einen Ziegel vielleicht hingesetzt. Nee, kriegen wir nicht, weil hier eine Pflanze ist. Das Chlor kriegen wir auch wieder nicht weg. Das heißt, grab das mal hier frei. Und das kannst du weglassen. Und mach da einen Boden hin. Die sind schon mal gut hier unterwegs, denke ich. Und dann müssen wir hier noch eine Pumpe reinmachen fürs Öl, oder? Aber keine Prio, würde ich erstmal sagen. Aber die funktionieren erstmal. Und die Slicks da machen ja auch unseren Kohlendioxid hier weg, ne? Oder wie war das? Haben wir genug drin? Ob das funktioniert, weiß ich aber nicht. Aber ist ja mal erstmal eine Idee gewesen. Wie glücklich sind die denn? Das ist noch die Frage, ne? Untätig, wild, winziges Baby, Stimmung, glücklich. Ja, das ist ja schon mal was. Vernarbte kleine Slickster-Larve. Warte mal, das ist ja kein kleiner, ne? Oder? Zufriedene Stimmung. Slickster-Ei, Schmelz-Slickster-Ei. Ja, das ist ja schon mal gut. Vielleicht klappt das ja. Hier ist schon ein bisschen höher, ne? Ja, mal schauen, wie das wird. Wasser ist klar, Sauerstoff sind wir jetzt besser geworden. 15 Jups können wir haben, weil wir drei solche Pumpen haben. Das hatte Mordrak mir erzählt, ja. Essen 61.000, also auch kein Problem. Das sollte erstmal alles gut sein. Entscheidend ist halt, dass wir Wasser kriegen jetzt als nächstes. Ja, ich glaube, die sind schon ein Stück weiter gekommen. Da kommt auch schon wieder jemand. Carolina, ne, Catalina. Bringt Sandstein dafür. Ja, das sind halt weite Wege jetzt hier, ne? Eigentlich müssten wir hier auch eine Rutschestange haben, oder? Hier könnten wir schon mal ein ganzes Stück eine Rutschestange bauen. Eigentlich können wir die bis da unten ziehen, oder? Da geht's doch schon mal dann. Hier haben wir irgendwie was rausgebaut. Hier wollten wir ja auch was wegmachen, aber was auch nicht funktioniert. Ich glaube, da geht kein Stein hin, weil die Pflanze da oben wächst, oder? Ja, geht nicht. Und den, da müssten wir jetzt hier den noch weggraben. Aber wir können diese Pflanze nicht rausmachen. Deswegen kriegen wir den Wasserstoff hier auch nicht zusammengedrückt. Kann man das irgendwie anders lösen? Entwurzeln. Haben wir das bei den anderen Stellen dann auch gemacht?
Wo war denn das? Das war ganz unten, ne? Hier wollten wir auch sowas machen. Das ging auch nicht, ne? Ja, wir kriegen es vor allem das Zeug dann da nicht weg. Das ist das nächste Problem, oder? Ja, weiß ich auch noch nicht, wie wir das handhaben wollen. Hier drücken wir gerade was weg, aber. Da geht's jetzt nicht dann, ne? Entwurzeln. Dann können wir hier abgraben. Graben, 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 graben. Das geht soweit. Und dann können wir zerlegen, können wir hier und hier. Und da müssen wir noch graben, damit das da gebaut werden kann. Sieht erstmal gut aus, oder? Den könnte ich sogar weggraben. Oder den. Der kann da weg. Und den kann ich zerlegen, damit ich das da weitermachen könnte. Hier, der ist schon unter Stress, ne? Der Wassergeysir. Hier wäre die Ebene für richtig rüberbauen. Warte mal, das ist ja ziemlich heiß hier. Dann machen wir mal hier. Ist es hier heiß? Also der Geysir ist definitiv heiß und hier wird wahrscheinlich auch Hitze erzeugt werden. Das würde ich mal so handhaben dann erstmal, ne? Und dann kommt hier eine Schleuse hin. Vielleicht ist das besser so. Den entwurzeln. Wenn das geht, würde der da runterfallen. Aber ich glaube, das geht nicht. Hier können wir mal was wegräumen. Den brauchen wir auch. Den sollten wir auch wegräumen. Vielleicht können wir den auch noch wegräumen. Ja, sieht erstmal toll aus. Hier sind sie so schnell am Arbeiten, ne? Ja, aber ich sag mal, wir können hier schon wieder einen Cut machen. Also sind ja schon ausgewählt, die Sachen, ne? Wir können hier schon einen Cut machen. Und dann müssen wir überlegen, wie wir hier weiter vorgehen, weiß ich noch nicht. Aber erst das Wasser weiter auch, ne? Ich hoffe, das passiert hier jetzt was. Okay, der Schacht ist schon offen. Das heißt, jetzt muss ich. Dieses Knallen, ne, das macht mir Angst und Bange. Aber hier ist noch nichts, ne? Hier oben gibt es irgendwo erst die Weltraumauswirkungen da. Schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, welche Auswirkungen das für mich hat. Oh, jetzt sehen wir schon so viel. Kupfererz liegt hier rum. Einfach mal rausgraben, ne? Aber du brauchst einen Schutzanzug, denke ich. Wegen fehlenden Sauerstoff und so, ne? Ja, da oben macht es einen so ein bisschen Angst und Bange, oder? Warte mal, wir müssen noch die Prios ändern hier, weil das war ja ein wichtiges Gebiet hier. Und das ist eine Leiter, das passt, das kann ich ruhig so graben, ne? Ja, da passiert ja nichts. Dann lassen wir erst das Wasser da rein und dann sehen wir weiter. Ach, warte mal, da kommen die ja gar nicht runter, da muss auch noch ein Stück Leiter hin. Und dann sehen wir weiter, wenn sie soweit sind. Ja. Wegen der Privo hat das nicht geklappt, denke ich mal, dass die das machen. Ne? Ich glaube, jetzt haben wir aber jetzt gerade hier. Ne, da geht schon welche hoch vielleicht. Ne, die gehen jetzt alle schlafen. Das Bett für den Kollegen von Ape oder wer das war, ist auch schon da. Ach, wir können schon wieder was Neues nehmen. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.